schaut so gern und räum auch auf. Ja, das mach ich in VR. Ich schub so gern und hau auch drauf. Das mach ich in VR. Haus Flipper in VR. 41.000. Uiuiui. Ah, und Moment. Ich dachte ja, das hier wäre ein Futternapf. Aber das ist ja nur, damit ich da wahrscheinlich eine Toilette hinmachen kann. Dann tue ich das mal eben. Und dann nur noch den Deckel. Ui. Ja, und sonst? Ich glaube, sonst geht es der Wohnung eigentlich ganz gut. Ich gehe nochmal in meine andere Hütte und schau mal, ob ich hier irgendwas tun kann. Weil einige meinten, wenn ich die wieder auf Vordermann bringe, kann ich die für mehr Geld verkaufen, um reich zu werden. Oder, weiß ich nicht, wozu das gut sein soll, aber ich tue es einfach mal. Da gehört eine Heizung hin, würde ich mal denken. Ah, was fehlt dann noch? Also hier fehlt eindeutig das da. Bisschen mit einem Spädel. Aber ich bekomme ja auch gar keine Bestätigung, dass ich hier irgendwas machen soll oder so. Das verstehe ich noch nicht ganz. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja irgendwie bald eine Aufgabe, dass mich irgendwer nach einer Wohnung fragt. Ich glaube nicht, dass dieses Feature unkommentiert bleibt. Und hier? Hier war gar nichts drin. Ja, aber auch keine Möglichkeit, irgendwas zu installieren. Weiß nicht, was mir das dann bringen soll. Und hier drüben müsste ich grün streichen. Schau mal eben. Dahinter ist alles grün und kann das eigentlich da bleiben, ja. Das mache ich mal eben. Hauptsache, die Tür ist die ganze Zeit offen. Ich rede nicht mit mir selber. Ich telefoniere gerade mit wem und erkläre dem das. Bitte nicht die Polizei rufen. Ich bin ganz normal. Farbe. Und ich würde sagen, das ist dieses Grün. Ja. Ja, ja, ganz klar. Ganz klar ist das. Dann hier. Ah, nee, das ist nicht dieses Grün. Schade. Jetzt? Ah, das vielleicht auch nicht. Ja, aber wenn nicht das, was dann, ne? Nimm ich das mal und probier das. Ah, das auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Nee, auf keinen Fall. Aber mit irgendeinem Grün muss der Junge leben. Hier, dann. Dann nochmal in die Ecke reinbomben. Und fertig. Oh. Egal, fertig. Man kann einziehen. Will jemand das Haus haben? Ist hier irgendwo ein Schild, was ich aufstellen kann? Haus zu verkaufen? Hier ist ja einfach gar nichts. Dann bin ich wohl fertig. Jobs. Verlorenes Spielzeug. Hi, ich brauche deine Hilfe, um das Lieblingsspielzeug meines Sohnes zu finden. Es ist ein kleiner Plüschpanda. Wenn du einmal da bist, könntest du noch ein paar Heizkörper installieren, Schlussanstrich auftragen und lackieren. Vergiss nicht, dass das Spielzeug die oberste Priorität hat. Es zu finden bedeutet die Welt für uns. Wir sind sicher, er kann ohne es nicht einschlafen. Vielen Dank im Voraus, Michael und Dorothy. Ich soll ein Spielzeug finden? Ui. Oh, hier arbeite ich aber gerne. Die scheinen viel Geld zu haben. Guten Tag. Hallo. Hallo. Hört ihr mich? Ist jemand da? Nee, gut. Das hätte ich gecheckt. Was ist denn hier los? Finde den Gegenstand. Ein kleiner Panda. In der Schublade vielleicht? Oh. Nee. Da? Nee. Da auch nicht. Wo würde ich dich denn verstecken? Boah, bitte nicht in den Schränken. Ich glaube... Ja, einfach irgendwo obvious in einem Raum. In der Toilette? Nö. Hier auch nirgendwo. Hinter der Tür auch nicht. Ich guck mich erstmal ganz normal um. Da in der zweiten Toilette? Boah, die haben aber wirklich Geld. Sehr beeindruckend. Wenn das gleich im Garten ist, ne, dann raste ich aber aus.
Och nö, wo ist denn der doofe Panda? Hier vielleicht? Hallo? Nee, nur eine gruselige Puppe. Dann bestimmt ganz am Ende. Hä? Ganz sicher. Hier auch nicht? Das wundert mich. Ich dachte, ich würde es sofort finden. Das ist doch jetzt nicht wirklich hier in den Schränken drin, oder? Im Kühlschrank, als kleiner Gag, als Brüller, im Eisfach. Oh, das kann man nicht öffnen. Dann bitte wieder zu. Und dann schaue ich mal hier rein. Nee, da ist nichts. Da ist auch nichts. Hallo, wo bist du denn, kleiner süßer Panda? Da auch nicht. Hier drin? Auch nicht. Wo ist dieser scheiß Panda? Was hat das Kind damit gemacht? Der Gestörte. Langsam verstehe ich's nicht mehr. Dahinter? Oh, schade. Ja, da. Boah, Alter, das wäre ja mal so ein krankes Versteck. Ich sag euch, ne, wenn er jetzt gleich wirklich draußen ist, dann raste ich aus. Unterm Bett? Hallo? Hier vielleicht? Nee. Ist denn der Gegenstand? Ach nee, die Aufgabe ist gar nicht hier. Draußen? Nee, okay, draußen auch auf keinen Fall. Hä? Wo kann das denn noch sein? Ich denke, alleine schon, weil ich so lange suchen muss, rieche ich mich mal an den und pack deren Bett raus. Können die nicht einfach selber suchen? Was ist das denn für eine Aufgabe? Hier auch nicht. Ich fühle mich komplett verarscht. Hier, direkt noch die Pflanze rausgeworfen. Krass, ich dachte, das wäre echt eine Sache, die ich instant lösen würde. Nein. Nein. Was ist das denn für ein Move? Warum? Warum sollte das Spiel das tun? Hä? Du willst mich verarschen? Erstmal verkaufen. Schade. Das ist doch nicht wahr. Wer soll denn damit rechnen? Ich habe mir schon gedacht, dass es vielleicht an einer gemeinen Stelle ist, aber das? Ihr wollt mir also sagen, dass das kleine Kind den Schrank weggeräumt hat, um die Eltern zu pranken oder wie oder was? Ist auch egal. Ich verstehe gar nichts mehr. Wehe, die bezahlen mich nicht gut. Oh mein Gott, wehe, die bezahlen mich nicht gut. Was ist das denn? Uff, Gegenstände entfernen. Okay. Den Kalender? Den Schrank? Ernsthaft? Ja, okay, dafür kann ich nichts. Die Lampe? Stuhl? Schreibtisch? Das da? Als ob! Ey, der arme Junge! Nur weil der an dem Schrank war, wird er so hart bestraft! Das kann man doch nicht machen. Warum platziere Element? Ja, aber hier ist doch schon ein Bett drin. Dann kaufe ich zuallererst die Farbe. Das schöne Pink da oben, ja. Das ist auch relativ viel. Das heißt, ich kaufe direkt mal 3. Das sollte doch genügen. Und da geht die Party auch schon los. 0%. Ach so, trage die Deckschicht mit Spatel auf und danach. Ups. Ja, ich bin neu. So, und wenn ich das jetzt nehme und bestreiche. Ah, dann zählt es. Okay. 6%. Ja, das geht. Es funktioniert. Dann würde ich aber sagen, gehe ich einmal in den Skillbaum und lerne den Weg des Spatels. Schaltet Fähigkeiten für den Spatel frei. Und das Verputzen mit dem Spateln umfasst einen größeren Bereich an der Wand. Okay. Dann nehme ich den direkt mal und spatel ganz fleißig. Sehe ich denn einen Unterschied? Nicht wirklich. Ich dachte, das wäre krasser. Nee, irgendwie alles beim Alten. Oh. Ups. Egal. Wird schon keinem auffallen. Okay. Ihr habt mich überredet. Dann mache ich das jetzt so. Farbbombe. Oh. Ja, das ist wirklich teurer. Aber auch viel schneller. Farbbombe! Wie viel? 35% erst. Egal, ich hab das Geld. Farbbombe! Bombe! Und Bombe! Jedes Mal $50.
Das ist es mir wirklich wert. Wie cool das ist. Einfach die Wände bewerfen. Und da wahrscheinlich noch einiges. Vor allem auch hinter der Tür. Oh, ich bin fertig. Oh, trotzdem, komm, das gönne ich dir noch. Oh, da hätte ich spadeln müssen. Mach's mal eben richtig. Dann jetzt, Attacke! Oh Mann, da fehlt noch was. Das gefällt mir nicht. Ja, das kann so bleiben. Das sieht eh keiner, wenn die Tür auf ist. Und jetzt nur noch ein paar Sachen platzieren und zwei Heizungen installieren. Aber das habe ich ja schon wirklich jetzt sehr oft getan. Da habe ich kein Problem mit. Ja. Heizung 1. Heizung 2. Sieht irgendwie leicht chaotisch aus, aber ihr müsst wissen, der Junge mag das so. Und deswegen habe ich da auch kein Problem mit, seine Wünsche zu erfüllen. Ja, der mag das auch gerne gestapelt. Und dann fehlt nur noch sein Bett. Tada! Fertig? Das war's doch, oder? Jobs erledigt. Ja. Ein paar extra Spielzeuge hinzuzufügen war ein feiner Zug. Vielen Dank. Michael. Kein Problem. $4,350. So, und jetzt? Ich habe doch mit Sicherheit schon wieder richtig viele Skillpunkte. 8. Thors Hammer. Der Hammer setzt seine wahre Kraft frei. Aber sieht der dann auch anders aus? Ich hole mir das jetzt. Ich aktiviere Thors Hammer. Oh! What? Das ist doch nicht dein... Nein! Wie geil ist das denn? Jetzt verstehe ich auch, warum der liegen bleibt. Damit man den cool wieder zurückholen kann. Ich habe neues Spielzeug. Ich zerstöre zwar gerade die Wohnung hier, aber das ist es mir wert. Ich gehe raus. Ich klatsche ein paar Nachbarn. Hallo! Ich bin's, der Typ, der mal mit sich selber geredet hat. Jetzt kommt meine Rache! Bei der Macht von Grayskull. Oh. Ja. Nein. Und der Busch hält meine Kraft auf. Bitte. Hallo. Als ob. Komm wieder. Hui. Komm zu mir. Hallo. Was mach ich denn jetzt? Ich bin noch der neue Thor. Hallo, was? Hilfe. Nachbar, ich hab meinen Hammer drüben bei dir. Ich krieg grad meinen Hammer nicht wieder. Der ist doch, der fehlt halt hier jetzt, weil der da drüben ist. Ich probier mal was. Darf ich da? Ich darf da nicht drauf. Bitte. Verdammt. Was tue ich jetzt? Wenn ich in eine Mission reingehe, hab ich da meinen Hammer wieder? Ja, da ist er. Kannst du mal... Geht doch. Okay. Dann bewertet den Part, schaut noch in die Videobeschreibung, da sind ganz viele tolle Sachen verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.